Ich habe ja noch so ein bisschen Zeit, aber nicht so viel Zeit, dass ich Sie verplempern könnte. Deswegen stellt euch doch einfach bitte vor, ich hätte den folgenden Text mit einer herzerwärmenden Anekdote aus dem Alltag anmoderiert. Es ist ein Text für junge und Junggebliebene hier im Saal und anderswo. Der Text trägt den Titel »Liebe Studenten, ich hasse euch«, Untertitel »Ihr könnt mich mal BAföG amtlich«, Untertitel »Aus euch mach ich Studentenfutter«. Das Wichtigste zuerst. Ja, dieser Text ist klausurrelevant und ja, ich lasse gleich einen Zettel rumgehen, auf dem ihr eure Anwesenheit eintragen könnt. Nachdem das nun geklärt wäre, liebe Studenten, ich hasse euch! Ich hasse euch, weil ihr immer alle wissen lassen müsst, welche Hausarbeit ihr nach diesem Kinoabend, diesem Poetry Slam, dieser witzig gemeinten Ü30-Party noch schreiben müsst. Studenten erzählen dir unweigerlich von ihren Hausarbeiten, wie Großmütter von ihren Hüftknochen hier abschrieb, dort abrieb, nur mit dem Unterschied, dass meine Oma mir, sollte ich jemals beschließen nachzufragen, wirklich was sie über ihre Hüftknochen sagen könnte. Und wo wir gerade von Ü30-Partys reden, als junger Mensch eine solche aus ironischen Gründen zu besuchen, ist wie auf einem Eiswagen in ein Weight Watchers Meeting geritten zu kommen. Ich weiß, sagt er dann und lasst das Glöckchen fröhlich bimmeln. Technisch gesehen gehöre ich hier nicht hin, aber chill mal die Bass, Dude. Ich hasse euch, weil ihr Dinge sagt wie chill mal die Bass, Dude. Außer die Germanisten, die sagen, kühl mal das Fundament, Kumpan. Ich hasse euch, weil ihr den Mythos eurer eigenen und edlen Mittellosigkeit kultiviert, um dann Fight Capitalism Sticker auf eure MacBooks zu kleben. Als ich noch Student war, bekam ich kein BAföG. Weil meine Eltern zu reich waren. Habe ich mich beschwert? Ja, doch, doch, schon. Weil es auch als Studenten ein gewisses Bild aufrechtzuerhalten gilt. Die heilige Dreifaltigkeit der Hörsaalgespräche lautet das liebe Geld, die bereits erwähnte Hausarbeit und natürlich das Essen in der Mensa. Ich hatte keine vegane Alternative aus regionalem Anbau. In meiner Mensa gab es immer nur zwei Sachen. Holz zum Lutschen oder einen Blick auf die in Formaldehyd eingelegten Missbildungen der medizinischen Fakultät. Da hatte man wochenlang keinen Hunger mehr. Ich hasse euch, weil ihr euer Wissen als Zwischenfrage formuliert, um intelligenter zu wirken. Ich hasse euch so sehr, weil ihr euch mit Dingen beschäftigen dürft, die ihr euch ausgesucht habt. Dinge tun zu dürfen, die man sich ausgesucht hat, ist ein unfassbares Privileg, das ihr erst dann schätzen lernen werdet, wenn ihr in einem Großraumbüro aus dem Fenster seht und es immer noch 22:30 Uhr vormittags ist. Ich hasse euch, weil ihr schon mit 15 die Studienkataloge mit der Liste der bezahlten Berufe abgeglichen habt, weil ihr euren Studiengang im Lichte des Neumonds ausgependelt habt und mir dann kurz vor dem Abbruch eurer Bachelor-Thesis zum Thema Blumenbinden im lehramtlichen Kontext erklären wollt. Wichtig ist ja nicht das Ziel, sondern die Erfahrungen, die man auf der Reise dahin macht. Ich hasse euch, weil ihr euch noch nie für irgendwas interessiert habt und jetzt folgerichtig BWL studiert. Zeigt ihn mir, den jungen Menschen, der am Kaffeetisch euphorisch ausruft, Mutter, Mutter, das ist es. Tabellenkalkulation. Schmier mir Schnittchen in die Haare, ich will Tabellen kalkulieren und mein Lebtag lang sonst gar nichts mehr. Und wenn ihr diese arme Sau gefunden habt, macht der Mutter Vorwürfe. Ich selbst wollte Kunst machen, wie alle Menschen, die eigentlich Kunst hatten machen wollen, habe ich dann Design studiert, weil das wie Kunst mit Gehalt klingt, dabei in Wirklichkeit keins von beidem ist. Jetzt bin ich Poetry Slammer, meine Eltern sind stolz auf mich. Ich hasse euch, weil ihr immer nur mit anderen Studenten rumhängt. Chill mal die Bass, Dude, sagt ihr dann und verweist auf den einen Lehrstellenfreund, den ihr alle habt. Ich habe ja nichts gegen Lehrlinge, aber sagt ihr und komplettiert diese Erklärung dann mit einer wirren Kette von Wittgenstein-Zitaten und zusammenkopierten Wikipedia-Artikeln zum Thema Bildungsgesellschaft. Wahrscheinlich sagt ihr in Wirklichkeit gar nichts von dem ganzen Quark, den ich euch hier frustgemartert andichte. Nur, woher soll ich das wissen? Ihr sprecht nicht mit uns alten Säcken. Ich hasse euch, weil ihr jünger seid als ich. Eigentlich nur deswegen. Reicht aber. Ich hasse euch nicht, weil ihr euch sorglos betrinkt, sondern weil ihr das tun könnt, ohne am Morgen danach versehentlich eine Pflegestufe aufzusteigen. Da lachen nicht alle im Saal. Ich hasse euch, weil ihr die Möglichkeit habt, so viele Dinge zum ersten Mal zu tun. Zum ersten Mal das neue WG-Zimmer zu Hause nennen. Zum ersten Mal in eure neue Lieblingskneipe, in eurer neuen Lieblingsstadt gehen. Zum ersten Mal die bunte Hose tragen, die ihr schon immer tragen wolltet, aber aus Angst vor den fragenden Blicken der Mitabiturienten zu tragen, euch nicht getraut habt. Zum ersten Mal ein bisschen der Mensch sein, der ihr immer werden wolltet und zum ersten Mal spüren, dass ihr diesem Ideal vielleicht nie näher als jetzt kommen werdet. Ich hasse euch, weil ihr mich neidisch macht.
Ich neide euch die Ernsthaftigkeit, mit der ihr euch den seltsamsten Themen hingebt. Ich neide euch das Gefühl, der erste Mensch zu sein, der jemals nach einer durchgemachten Nacht den Sonnenaufgang von einem Hügel aus betrachtet. Ich neide euch die Leichtigkeit der Erkenntnis und die Schwere kleiner Momente. Ich neide euch die Gewissheit, mit der ihr Schimpfreden wie diese hier an euch abprallen lasst, denn ihr versteht mich nicht, aber das müsst ihr auch nicht. Alles, was ihr müsst, ist studieren. Und ich muss nur warten. Warten, bis ihr begreift, wie sehr Studenten nerven. Vielen Dank.